Ich war stärker als meine Mitschüler und Sport machte mir Spaß. Aber es wurden immer nur Ballspiele gemacht. Versucht ihr mal, Handball zu spielen. Wenn ihr den Ball immer erst seht, 20 cm, bevor er euch ins Gesicht klatscht. Greater. It's in you. Hallo Köln! Ich freue mich, euch zu sehen. Wobei, sehen ist nicht meine Kernkompetenz. Ich sehe vor mir eine bunte Wand. Um euch wirklich sehen zu können, müsste ich so auf 20 cm an euch ran. Das könnte für ein Candlelight-Dinner ideal sein. Hier bei Greater wäre das doch eher befremdlich, oder? Doch es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und dabei war mein Weg nicht immer leicht. Die Umstände sind scheißegal. Das Einzige, was zählt, ist deine Antwort. Dabei ist der Weg nicht immer leicht. Zum Beispiel meine Jugendjahre. Ich sehe mich immer noch dastehen an der Bushaltestelle, ausgerechnet am Siegesplatz in Bozen, Südtirol. Mein Halbjahreszeugnis aus dem ersten Oberschuljahr in der Hand, von 14 Bewertungen 12 nicht bestanden. Sogar im Sport. Ich war stärker als meine Mitschüler und Sport machte mir Spaß. Aber es wurden immer nur Ballspiele gemacht. Versucht ihr mal, Handball zu spielen. Wenn ihr den Ball immer erst seht, 20 cm, bevor er euch ins Gesicht klatscht. Das mag für Außenstehende lustig aussehen. Für mich war das eine Katastrophe. Ich stand da an der Bushaltestelle und wollte eigentlich nur abhauen. Einfach weg von dieser Welt, in einen Zug steigen und einfach nur abhauen. Ich fühlte mich wertlos, unnütz und allein. Doch meine Verzweiflung und mein Zorn wandelten sich irgendwann in unbändigen Ehrgeiz, zu zeigen, was ich schaffen kann. Mein Vater erhielt einen Brief vom Schuldirektor nach Hause, in dem er ihm empfohlen hat, mich auf eine Sonderschule nach Wien zu schicken, für Blinde und Sehbehinderte. 11 Jahre später treffe ich diesen Direktor und zeige ihm meinen Universitätsabschluss in Betriebswirtschaft. Er war sichtlich verdutzt. 14 Jahre später stehe ich wieder da. Nicht an der Bushaltestelle, nein, am Start. Es ist wieder kalt, saukalt, minus 26 Grad. Da kann sogar Pinkeln im Freien fatale Folgen haben. Aber das hatten wir ja nicht vor. Es ist der 12. März 1994. Wir stehen am Start der Paralympischen Winterspiele bei den Herren Abfahrtsrennen in Lillehammer. Mit mir mein Bruder Hans. Er ist mein Pilot. Er fährt vor. Wo er hinfährt, fahre ich auch hin. Wenn er gegen einen Baum knallt, dann bin ich der Zweite dort. Vielleicht ist es für mich etwas weicher. Wir werden gleich im Abstand von 5 bis 10 Metern mit einer Maximalgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern die Abfahrtspiste hinunterrasen. Und für dieses Rennen haben wir uns 10 Jahre vorbereitet. Der Startrichter signalisiert uns, gleich geht es los. 3, 2, 1 und raus!
Die ersten Kurven gelingen uns perfekt. Wir gleichen einem Hochgeschwindigkeitszug auf Schienen. Aber ich weiß, jetzt kommt der Sprung. Und ich bin im Windschatten meines Bruders und ich merke, ich bin zu schnell. Ich muss da raus aus diesem Windschatten, ansonsten fahre ich ihn in seinen verlängerten Rücken. Und ich setze quasi zum Überholen an, für normale Rennfahrer ideal, für mich eine Katastrophe, mit annähernd 100 Stundenkilometern unterwegs zu sein, nichts zu sehen. Ich schreie, damit mein Bruder bemerkt, wo ich mich befinde, und plötzlich kein Boden mehr unter den Füßen. Wir fliegen im Stile von Parallelspringern 30 Meter durch die Luft. Der Aufknall ist heftig, aber wir schaffen es zu stehen. Und wir reihen uns wieder ein. Jetzt kommen ein paar langgezogene Kurven, die mir sehr gefallen haben. Ich fahre auf der Kante. Wir gleichen einem Hochgeschwindigkeitszug auf Schienen. Und gleich kommt der Zielhang. Ich weiß, dort wird es nochmal heftig und hart. Die letzten zwei Kurven sind eng. Ich habe eine etwas verpasst, aber mein Bruder hat aufgepasst. Wir sind bei der Höchstgeschwindigkeit. Meine Muskeln brennen. Ich bin annähernd am Hyperventilieren. Und gleich ist es geschafft. Durchs Ziel und wir bleiben stehen. Und wir wissen, das war eine geile, gelungene Fahrt. Mein Bruder schaut auf die Anschlagetafel und sieht, dritter Platz, Bronzemedaille. Für dieses Ziel haben wir 10 Jahre gearbeitet. Mein Traum von Olympia ist wahr geworden. Und damit ihr sehen könnt, wie das läuft, ein kurzes Video, das uns gleich eingespielt wird. Wer hier im Raum hat auch einen Traum, den er gerne realisieren möchte? Bitte mal um Handzeichen. Scheiße, kann ich ja nicht sehen. Bitte mal laut, ich. Ja. Ihr habt einen Traum, den ihr realisieren wollt. Und ich schenke euch heute meine Handkarte zum Erfolg. Ich habe in meinem Leben gelernt, wie es möglich ist, unglaubliche Barrieren zu überwinden. Und ihr könnt das auch. In meiner Handkarte stecken
in der rechten Hand die 5 Tipps, die ich euch jetzt weitergebe. Und es gibt noch eine linke Hand, die könnt ihr dann anschließend bei mir oder aus meinem Buch die Handkarte zum Erfolg herauslesen. Starten wir beim wichtigsten Finger. Das ist der Daumen. Der Daumen, das ist der Like-Daumen. Und am Daumen mache ich für euch die Begeisterung fest. Begeisterung ist die Mutter alles Großen. Ist von Franz Grillparzer. Leider. Könnte auch von mir sein. In Begeisterung steckt der Treibstoff, steckt die Energie, die er braucht, um Spitzenleistungen zu erbringen. Begeisterung ist ansteckend. Begeisterung, mit Begeisterung könnt ihr eure Kunden anstecken und eure Mitarbeiter. Ich war begeistert für das Skifahren, das habt ihr gesehen. Und das hat mir erlaubt, unglaubliche Hindernisse zu überwinden. Auch im Job. Ich bin begeistert, wenn jemand mit einer Geschäftsidee zu mir kommt und ich mit ihm zusammen ein Geschäftsmodell entwickeln kann, das zum Erfolg führt. Begeisterung ist ansteckend und ihr müsst begeistert sein, damit ihr den Treibstoff habt, um eure Ziele zu verwirklichen. Ohne Begeisterung seid ihr behindert. Und ich darf das sagen. Der zweitwichtigste Finger ist der Zeigefinger. Auf dem Zeigefinger lege ich für euch die Zielsetzung fest. Macht euch immer bewusst, macht dir bewusst, wo du hin willst. Nur so kannst du den Fokus herbringen, um deine Energien zu bündeln. Ein Schiff, das den Hafen nicht kennt, in den es segeln will, für das ist kein Wind ein günstiger, ist von Seneca. Leider könnte nämlich auch von mir sein. Mein Ziel war es, ein eigenes Beratungsunternehmen zu gründen und Unternehmen zu helfen, ihre Ziele zu verwirklichen. Dabei war es nicht einfach. Ich musste so viel Geld verdienen, dass ich es mir leisten konnte, einen Chauffeur einzustellen. Ich versuchte mir mit allen Sinnen vorzustellen, wie es ist, mit einem Chauffeur zum Kunden zu fahren. Heute fahre ich manchmal mit 3 verschiedenen Chauffeurinnen zum Kunden. Ich sehe nicht, was die machen, aber es fühlt sich gut an. Zielsetzung. Mach dir bewusst, wo du hin willst. Dann kommen wir zum dritten Finger. Und jetzt werden sich einige fragen, was macht er jetzt? Und ich zeige euch diesen. Ja? Ihr braucht Mut, um die Hindernisse in eurem eigenen Leben zu überwinden. Ohne Mut ist es nicht möglich. Ich brauchte Mut, um bis zu 120 Stundenkilometer dem verlängerten Rücken meines Bruders nachzujagen. Es braucht Mut, um ein eigenes Unternehmen zu gründen und sich nicht irgendwo auszuruhen, sondern ein eigenes Unternehmen zu gründen und selbstständig unterwegs zu sein. Diesen Mut müsst ihr aufbringen. Und seid mutig und glaubt eurer Begeisterung und eurem Können, dazu später mehr. Kommen wir zum Ringfinger. Der Ringfinger steht für eine Beziehung. Ihr seid ein Commitment mit eurem Projekt eingegangen. Es braucht die Beharrlichkeit, ihr müsst dranbleiben an dieser Sache. Nur so könnt ihr erfolgreich sein. Die Beharrlichkeit ist so wie in einer Beziehung. Es gibt Höhen und Tiefen. Da müsst ihr gemeinsam durch. Es gilt, gemeinsam zu reifen. Also Beharrlichkeit. Für mich im Sport, ich bin 10 Jahre Ski gefahren, von 84 bis 94.
Ich habe mir Prellungen abgefangen. Meine Knie sind kaputt. Aber ich bin beharrlich dran geblieben und mein Traum ist wahr geworden. Im Job war es so ähnlich. Ich habe 1991 begonnen mit meinem Unternehmen und habe bei Unternehmen mein Konzept vorgestellt. Im Januar habe ich damit begonnen und habe jeden Tag 4 Unternehmen besucht. Damals gab es noch keine Mails, kein Internet. Ich war physisch vor Ort. Von Januar bis August jeden Tag 4 Unternehmen zu besuchen und im August den ersten Auftrag zu erhalten, das bedeutet für mich beharrlich dranbleiben. Kommen wir noch zum kleinen Finger. Im kleinen Finger lege ich für euch die Werkzeuge fest. Die Werkzeuge, die ihr braucht, um euer Projekt umzusetzen. Ihr müsst die Profis sein auf eurem Feld. So wie ich beim Skifahren meine Skier benötigt habe, meine Schuhe. Und ihr könnt euch sicher sein, diese Skier und diese Schuhe bekommt ihr nicht im normalen Laden zu kaufen. Das waren Rennequipment. Aber das Wichtigste war mein Mentor, mein Bruder Hans. Er war das Licht für mich auf dem Weg ins Ziel. Werkzeuge sind wichtig. Aber heute, vor unserer modernen Zeit, war es so, dass für den Erfolg zählten die Werkzeuge und das Können. Heute können wir Informationen alle und Wissen bei Dr. Google abholen. Und das Beherrschen von Werkzeugen nehmen uns Roboter und computerisierte Maschinen ab. Ihr braucht also, es muss vorangehen, die Begeisterung, die Zielsetzung, der Mut und die Beharrlichkeit. Alles andere könnt ihr vom Netz holen. Aber die 4 Dinge nicht. Wenn es also für euch wichtig ist, eure Projekte umzusetzen, dann habt ihr immer eine Checkliste in der Hosentasche. Und damit ihr seht, dass es wahr ist, ich habe auch meine Lupe in der Hosentasche, mit der ich die Bilanzen lesen kann. Wenn er ansteht, wenn es nicht weitergeht, nehmt ihr diese Checkliste aus der Hosentasche. Fragt euch, wo hakt's? An der Begeisterung, an der Zielsetzung, am Mut, an der Beharrlichkeit oder an den Werkzeugen, es professionell zu beherrschen. Und ihr werdet eins merken, ein Finger ist überaus wichtig, wenn ihr eure Projekte in die Hand nehmen wollt. Der Daumen ist der wichtigste. Aus Begeisterung und Zielsetzung entsteht der Sinn in eurem Leben. Aus Begeisterung und Mut entsteht Innovation, die wir heute brauchen. Aus Begeisterung und Beharrlichkeit entsteht der Ehrgeiz, es zu schaffen. Und aus Begeisterung und den Werkzeugen entsteht die Professionalität, mit der ihr eure Projekte umsetzen könnt. Viel Erfolg dabei. Applaus